Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Riviera the Promised Land von Shadowlorn. Ja, beim letzten Mal sind wir The Red Sage and the Blue Fool begegnet, den roten intelligenten Sage. Was heißt Sage nochmal? Ich hätte mich mal nachgucken, was Sage heißt, aber egal. Und The Blue Fool, das bedeutet ja der blaue Narr. Ich habe mich übrigens, das heißt Narr, nicht Idiot. Man kann es auch Idiot sagen, aber es ist auch ein bisschen fies. So, und gegen den blauen Narren werden wir jetzt kämpfen. Und glaub mir, der ist bei weitem nicht so schnuckig, wie er aussieht. Im Gegenteil, er ist echt übel. So, in dem Fall werde ich Fire mitnehmen, weil dadurch, dass ich ja die letzten beiden Zwischensequenzen zur Sorte gefailt habe, habe ich minus 15 HP, 15% HP zu Anfang des Kampfes gegen einen Miniboss. Das ist natürlich ziemlich fies. Deswegen, ein Burning Sun, ein hier, ja, Curse Death zum Heilen. Und, was nehme ich dann auch noch? Nehmen wir mal das Flamberton mit zum richtig Damage reinhauen. Ja, nee, ist klar. Und da ist auch noch unterstützt du mit dabei. Wenn man willst, du mich verkackeiern. Ja, na gut, kann ich nicht machen. Dann versuchen wir erstmal die beiden vorne zu besiegen. Weil, ja, deren Breakout, ihr wisst ja, ist für uns eher, ja, unschön. Gut, dass ich aber schön Damage mache mit der Waffe. Wenn ich jetzt nochmal den rechten ein bisschen Schaden mache, genau den, kann ich beide in der nächsten Runde vernichten. Swing around! Gut, die meisten gehen daneben, aber ihr habt gesehen, der macht Schaden. Der macht echt Schaden, deswegen habe ich Fire mitgenommen zum Heilen. Glaub mir, die sind echt fies. Sowas von fies, ey. Der nur anschwächen wollte, da verfehl ich wieder. Ist ja wirklich logisch. Na gut, dann. Da. Schon mal einen vernichten. Zack. Bitte nicht ragevoll. Bitte nicht ragevoll. Ah, Schwein gehabt. Da kann Fire sie jetzt, den jetzt vernichten mit dem Flamberg. Ich hoffe, das reicht. Scheiße! Und jetzt ist wahrscheinlich auch noch. Ich habe auch echt Pech jetzt, oder? Jetzt kriege ich auch noch den Devastator ab, der meine HP halbiert. Das heißt also, Fire wird in der nächsten Runde erstmal heilen. Und swing around! Autsch! Ai. Das sieht also doch echt. Das sieht nicht schön aus. So, Flamberg. Nein, dafür das damit reinzusetzen, wäre ziemlich dämlich. Random Enemy. Na, das ist wieder zu riskant. Dann macht die beiden Higa, macht ihn hier vorne ganz sicher Platz. Und dann sehen wir gleich mal Serene Blast. Serene, wie heißt nochmal? Inferno. Oh, und er macht 5 Treffer mit über 102 Schaden. Wollen wir mal gucken. Vielleicht reicht das sogar aus. Mal sehen. Oh, ja. Holla! Das hat er echt mal Schaden angerichtet. Leck mich an die Füße. Das wird jetzt so. Autsch. Breakout! Illusion Waltz! Illusionswalzer? Autsch. Ei. What the? No way! Er hat einen vernichtet. Dieses miese Drecksack hat einen vernichtet! Boah, Serene, du machst ihn jetzt platt! Ich glaub's ja nicht. Ein ist umgekippt. Der hat einen umgelegt. Dieses Ding hat einen getötet. Ich werde dich rächen. Besser gesagt, Serene wird dich rächen. Das gibt's doch nicht. Der hat einen umgehauen. Ich dachte, der hat einen umgehauen. Gut, jetzt haben wir seinen Breakout gesehen, aber er hat einen umgehauen. Hier. Serene Inferno. Bitte. Das habe ich ja noch nie erlebt, eh, bei denen. Okay, ich weiß, der ist stark. Der ist echt stark. Das weiß ich ja selber. Leugne ich auch gar nicht. Ich habe ihn ja gerade gesehen. Aber, what the hell? Der hat einen umgehauen. Das ist ja böse. Fool was defeated. Oh, dann. Oh. Ja, das war's auch.
Ja, und? Und sogar ein Rang S dafür, übrigens etwas. Blue Bomber, die Keule, die das Ding schwingt, haben wir bekommen. Aber damit kann, na gut, durch das Anfang, hoppla, können eigentlich nur Liner und Sierra, na, für zwei Leute möchte ich das Ding nicht behalten. Also kommt's, obwohl, ich schmeiß auf die Apricot weg, ich brauche hier jetzt echt nicht. Und tschüss. Oh! We did it! Now do you understand our power? You are villains! You are all villains! Where did you get that here? More water's coming, you all can drown! He ran away! It seems he got away. If what he said is true, you should hurry. Let's do so. Oh my god, ey! Einen hat's umgehauen. Gut, dass es für die Kämpfe keine Erfahrungspunkte gibt. Whoa! Oh, it's just a water drop. Up the stairs, go and barrel. Erstmal barrel. Just a barrel. It looks dirty. Let's see what's in it. If only we had a hammer. Should I use the hammer? Klar, dafür haben wir doch bekommen. Interessant, wir kriegen Kapitel 2 einen Hammer. Und können, Kapitel 2, Kapitel 3 einen Hammer, die wir in Kapitel 4 einsetzen können. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Item acquired, Benango. Benango. Natürlich kann wieder nur Liner damit was anfangen. Warum wundert mich das nicht? Na gut, was schmeißt denn dafür weg? Den Wyvern-Wing habe ich eigentlich so noch nie eingesetzt. Also schmeißen wir den mal weg. So, und nochmal Go, weil da finden wir eine Waffe, wenn wir jetzt richtig erinnere. Ja! Yeah! Man, it's big in here. Why are ancient buildings always so freaking huge? I think that it just makes running errands a pain in the butt. If anyone in the world were as practical as you, then life would be much easier. Really? Yes! Aber auch ein bisschen langweiliger, finde ich. So, Chain Sword. Genau das wollen wir haben. What's this? The sword chained down. There must be a curse on the sword. Curse. Nein, if it's all right with you. May I curse it? Take it, ask fire. Also, ich weiß nicht, wenn wir ask fire machen, gibt es natürlich wieder Bonuspunkte. Aber wir könnten die Waffe dann wirklich benutzen. Ah, komm. Scheiß auf die Bonuspunkte. Thank you very much. I shall begin the ceremony. Here I go. Oh, okay. So. Diesmal habe ich es richtig gemacht, nicht wie bei der Manual. Diesen Part Papier, was dagegen geflogen ist. I did it! Alright, Fire! Sehr schön, jetzt haben wir eine neue Waffe. Item acquired, Santetsu. Und die Waffe hat es echt dran sich, wenn ich richtig erinnere. Moment mal, ich habe es jetzt echt gemacht für eine Waffe, die nur sie richtig einsetzen kann. Aber wirklich nur sie? Egal. Dafür kommt das Silberrapier jetzt aber weg. Da habe ich hatte dieses einzelne Silberrapier, aber ich schon eine halbe Ewigkeit mit mir genommen. Obwohl ich es nie richtig eingesetzt habe. Wie lange habe ich das Silberrapier jetzt eigentlich dabei gehabt? Diesen eine einzelne. Eine halbe Ewigkeit doch. Aber was soll. Ah, an den Löwenkopf kann ich noch erinnern. Wow, it's bigger than an immense. How many people could fit in here? Ein Champion of the Colosseo. Duran. Demons. Ein, what you gonna do? Colossal Warriors, die are just like always, we're gonna fight. Aber diesmal nehme ich mal Liner mit, damit sie auch mal ein bisschen die Waffen trainieren kann. Ja, continue. Mal sehen, bei Nango konnte sie ja, kannst du das anfangen? Genau, Elfenbow. Oh! Liner willst du noch einmal einsetzen, der Fire musst du noch einmal einsetzen? Ja, egal. So, da wollen wir nochmal. Genau. So, Essen. Rührt mir 50% der HP ein. Zack. Okay, dass der eine gegardet wurde, ist mir sogar jetzt relativ egal. Hammerhead! Weil der Hobgoblin erstmal draufgehen muss. Ein paar Eintretenseinheiten weniger und mehr und schon sind die Gegner kein so großes Problem. Kein so großes Problem, also. Burning Sun! Was ist das mit. Also, ein kann mit den Sensen echt nicht vernünftig umgehen. Echt nicht. So, nehmen wir mal die Burning Sun. Ah, und sie trifft sogar beide. Ist ja mal unglaublich. So, ich glaube von denen kennen wir den Breakout noch gar nicht, oder?
Nein, die Kurve ist noch nicht. Dann sehen wir mal. Break out! Dancing Saber! Also, oder kennen wir ihn doch schon? Ja, sicher, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall drin. Und Level 3? Passt! Also, ich weiß, in den Trainingskämpfen habe ich den am zigtausend Mal abbekommen, den Dancing Saber. Aber. Mist, jawohl. Also, wenn ich schon wieder dabei bin, möchte ich doch ein bisschen deiner trainieren. Bin ich ehrlich. Was ich jetzt sagen wollte, die Trainingskämpfen weiß ich ziemlich genau, habe ich ziemlich oft diesen Breakout gesehen. Ah, verdammt oft. Aber jetzt so in den Let's Play kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, ob wir den schon mal gesehen haben. Naja, egal. Burning Sun machen wir jetzt mal. Nein, ich werde keinen dieser Wrestler einsetzen, keine Sorge. Diesmal bin ich ein bisschen so. Trick Blade! Autsch, ist ja gemein. Diesmal werde ich keinen dieser Wrestler einsetzen, wäre auch ein bisschen überzogen. So, einfach mal schießen mit dem Elfenbow. Zack. So, und dann sollte Liner sie jetzt den jetzt mit dem Burning Sun vernichten. Sag ich doch. Gut gemacht, Liner. Ja, gibt ein bisschen Bonuspunkte. Yay, Liner won! Ja, ich weiß, es gibt ein bisschen Mini-Bonuspunkte. Aber scheiß drauf. So, und das gibt echt viele Punkte. 10 sogar nur. Aber ich hatte nicht drauf angelegt. Von daher passt schon. Fighting Demons in the Battle Arena. Will fighting always be a part of history? Ja. Ja, da muss dann gewöhnt. Kämpfe werden immer zur Geschichte dazugehören. Und kaum sind wir oben angelangt, steigt das Wasserlevel wieder. Und dann hätten wir das Schwert nicht mehr bekommen. Water Level Rising. The water is rising. Let's hurry. So, und dann erstmal hier die Statue untersuchen. Wow, this statue is fearsome looking. The Battle Lion? Could it be? Fire, do you know something? Yes, warriors use this statue to test their courage. Test their courage? Yes, also ihren Mut testen. Jetzt kommt das Witzige. It can't tell if you're being courageous when you stick your hand in its mouth. If you're courageous, you are blessed. And if you're not, they say you become unlucky. But I don't really remember the details. Also das basiert auf einer Legende, die es in Italien wirklich gibt. Da gibt es ja auch so eine Statue. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dass man mutig ist, dann wird ein, oder courageous, ich glaube es hat Mut, wird einem die Hand abgebissen. Aber in dem Fall war es was anderes. Da in der Legende, in der Realität oder in der Legende, die es denn echt gibt, war es so, dass man nicht lügen durfte. Think of your past actions ein. If you believe in yourself, then go ahead and put your hand in. My actions, huh? Don't think about anything stupid. Put Rose in! Put Rose! Okay, dann mache ich jetzt ein Safe State und guck, was passiert. Hey, I have an idea. Hey, what are you doing? Gato? Let's go, you nut! Au, Rose sure can take Joes. Und das geht Minuspunkte bei Sia. Hey, what are you doing? Sorry, I was testing Rose's courage. I don't think cats been tested. Natürlich, das ist natürlich jetzt nicht so. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Vor allem, weil ich selbst wusste, was passiert. Put hand in. Ein? Are you... You... Okay? Passiert noch nichts. Brave warrior. You are a true hero. You shall receive my blessing. Stärke plus 3 für ein. Magie plus 3. Agilität plus 3. Vitalität plus 3. Gesegnet 15.000 Punkte. Und für jeden Pluspunkt. I believed in you. Really? I thought I rip his hand off. Ja, das ist Serene, wie sie leidet und lebt. Wollen wir mal kurz den Status prüfen von ihr, wenn wir schon mal dabei sind. Musiknote, naja. Yay! Herzchen! Und sie hat auch eine Musiknote. Das heißt, also sie mag uns ziemlich, die mögen uns ziemlich gut. Aber Herzchen sind Leute, die sind uns zerknallt. There's a door. From the looks of it, it should be lead us to the Colosseum. Wir sind auch ein Kolosseum. Aber erstmal noch ein Fass. A hammer could break this barrel. Should I use the hammer? Klar.
Ich glaube, da ist eine Waffe drin. Oh, da sind noch mal Bananen drin. Nee. Bloodfang. Mach's gut. Happy Talon. Auch wenn ich sie noch viermal eingesetzt habe. Egal. Raus hier. So. Und wieder mal draußen. Wir haben das Colosseum hinter uns gebracht. Und das Wasser steigt immer noch. Ah, it feels so nice to be out. Yeah, away from the Colosseum. But we can't rest now. Noch mehr Gegner. Stay right where you are. We'll end it quickly. Enemy encounter demons. Hey, what should we do? Carnian Bandits. Kämpfen natürlich. Und da ein Gegner dabei ist, weil ich weiß, dass wir die noch nicht drin hatten, lassen die Kampf auch drin. Liner. Was ist denn da? Bloodfang. Hehe. Wollen wir Waffe auch mal ausprobieren? Dann ein Hierja, Elfenbow und Burning Sun. Und da der Gegner, die wir Breakout noch nicht hatten, in der hinteren Reihe ist, ist es sogar gut. Schmeißen. Slash. Zack. Okay, der Affe, der ist so der stärkere von denen vorne. Also habe ich ein viel zu kleines Problem. So, Scratch Random Front Gegner. Sehr schön. Zack, zack, zack. Ja, hat auch gut Darschein gemacht. Und direkt den Gegner direkt vor ihr, also den Affen, passt doch perfekt. Ja? Oh, das hat gut Damage gemacht. So, hätte noch ein bisschen... Fallnax! Daneben! Fallnax, das erinnert mich an Let's Play, was ich gerade sehe. Big Barrage! An Demon's Crest, um genau zu sein, von der Kommentator. Da mache ich mal ein bisschen Werbung. Autsch! Autsch! Und sie wird in die hintere Reihe geboxt. Das ist nicht schön. Egal. Und zack, 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 zack. Ah, sehr schön. Ah, verstehe. Wenn man in der hinteren Reihe ist, erwischt halt Enemy Near zufällig. Und zack, zack, zack. Damit ist der Vogel tot. Sehr schön. Und ein, was machst du jetzt? Burning Sun. Nee, ein. Ja, ein hier, ja. Zack. 100 Chancepunkte genauestens. Oh, das ist... Ja, so, das ist ja auch mal sein Breakout. Breakout! Comet Lancer! Oh, oh. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Okay, tat doch nicht so weh, wie ich es befürchtet hatte. Allerdings wäre es nicht schlecht, wenn wir die Formation wieder ändern würden. Also, Affe. Wir sterben. Und, blablablablam. Das hat nicht viel Schaden gemacht. Aber egal, da ist er schon sehr stark angeschwächt und da ist kein Problem. Zack, zack, zack. Nur ein Treffer? Oha. Aber das ist eigentlich gut. Das lebt dann noch. Dann hier ein hier, ja. Nicht in Max. Sehr schön. Angry Fist. Oder auch nicht. Ja. Komm, mach hier Gegner jetzt platt. Oh, war aber knapp. So, Gegner erledigt. Und nochmal Bloodfang. Vielleicht macht das ja sehr viel Schaden. Oh, er macht sehr viel Schaden sogar. Die Gegner sind nicht gerade stark in der Verteidigung. Na gut, Comet Lancer wird wieder stark Schaden machen gegen Serene, aber den wird sie ja noch überleben. Zum Glück. Zack. Bam, bam. Ah, oh, gut. Zweimal daneben. Nochmal schwer. Nochmal Glück gehabt. 255 Schadenspunkte. Ja, komm. Zack, zack, zack. Oh, lebt er noch. Sehr schön. Also, das kommt. Das lasse ich Serene machen. Nein, das lasse ich Serene. Ich weiß, damit habe ich gerade eine Waffe davon zerschleudert. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Aber scheiß drauf. So. Drangword. Well done. Triumph. Yeah. Zack, zack, da, 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 da. Das gibt wieder Rang B. Wie viel auf 10 TP? Flag? What the hell? All Allies. Ah, erhöht die, verringert die Weight. Und wenn ich es einsetze, wenn ich es benutze, dann steigt die Overdrive. Oh, nicht schlecht. Okay. Ist nicht ganz so praktisch. Kommt aber trotzdem weg. Oh, wie gequatscht. You did it! Let's get out of here now. Aber vorher nochmal Colosseum von anderer Seite aus betrachten. We finally get finally out of there. Yeah. So.
Und im nächsten Gebiet gehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe... Mann, warum sage ich das so? Immer wieder zu sagen. Warum? Mist! Mann! Kacke! Entschuldigung, Leute. Tut mir leid. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut!